Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Equalizer. Dem Podcast von und für Gründerinnen von Marlies Jahnke und Heidrun Vesten. Wir wollen mehr Frauen dafür begeistern, Startups zu gründen und zu finanzieren. Dazu sprechen wir im Equalizer mit inspirierenden Gründerinnen, Investorinnen, Expertinnen und ein paar coolen Männern. Und haben außerdem das Gründerinnen-Handbuch geschrieben, das bei Springer Gabler erschienen ist. Viel Spaß! Wir freuen uns über unseren Kooperationspartner KfW Capital. Als einer der größten Wagniskapitalgeber in Europa investiert KfW Capital in europäische VC-Fonds mit dem Ziel, die Finanzierungssituation von Startups zu verbessern. Außerdem hat KfW Capital die Weiterentwicklung des Venture-Capital-Ökosystems im Blick und hat dieses Jahr erstmals den Best-Female-Investor und Best-Impact-Investor gekürt. Wer es wurde, findet ihr unter kfw-capital.de. Wir freuen uns sehr darüber, dass eine sehr viel beschäftigte Frau sich heute Zeit für uns nimmt. 2015 ließen die Filterblase im Netz und russische Bots sie nicht mehr los. Gemeinsam mit einem Freund entschied sie, wir probieren mal aus, da was zu bauen. Mit Civi, eine Kombination aus Citizen und Survey, gründete sie ein technologiegetriebenes Marktforschungs-Startup, das Statistik mit KI verbindet und heute für die Politik, Medien wie Der Spiegel sowie für Unternehmen wie VW, E.ON und Vodafone arbeitet. Herzlich willkommen, Janina Mütze. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ja, liebe Janina, wir freuen uns, dass du hier bist und wir freuen uns auch, dass wir mal wieder bei Hastings in Berlin sind. Gleich zum Einstieg eine kleine, große Frage. Was ist deine Vision? Ja, es fiel ja im Einstieg schon die Gründungsmotivation zumindest, dass wir die Meinungsvielfalt auch im Netz erhalten wollen und dass wir für Transparenz über Meinungen in der Gesellschaft weiterhin sorgen wollen, auch wenn es da sehr viel Manipulationen gibt. Das war der Grund, weshalb wir Civi gegründet haben, weshalb wir versucht haben, repräsentative Meinungsforschung aus dem Internet zu holen. Und das ist uns auch sehr gut gelungen. Und ich glaube, diese Vision, die wollen wir natürlich weiterführen. Bislang sind wir nur in Deutschland aktiv, aber das geht sicherlich noch größer und noch umfangreicher. Super. Total wichtig. Also ich habe vorhin auf dem Weg hierher kurz Zeitung gelesen und über den neuen Club of Rome Report und staten als eine der wichtigsten Hürden und eines der größten Probleme zurzeit eben die nicht faktenbasierte Entscheidungsfindung von Menschen, also durch Social Media und Bots und so weiter verzerrte Wahrnehmung. Weil die dazu führt, dass wir nicht zu gemeinsamen Lösungen kommen. Und das wären die einzigen, die uns jetzt wirklich weiterhelfen würden. Insofern umso wichtiger, dass es Unternehmen wie euch gibt, die da so ein bisschen Klarheit oder Transparenz reinbringen. Aber zurück zum Interview. Du nennst dich Gründerin aus Zufall und sagst, du wärst eigentlich eher sicherheitsorientiert aufgewachsen. Erzähl doch mal, wie das war und was du dann studiert hast. Ja, das habe ich tatsächlich öfter mal gesagt, eigentlich immer vor dem Hintergrund, dass ich andere Menschen zum Gründen und zum Springen motivieren möchte. Und aus dem Grund erzähle ich ein bisschen über meine eigene Geschichte, dass ich ich bin in einem westdeutschen Vorort groß geworden, habe im klassischen Familienmodell, von damals bin ich groß geworden und ich habe tatsächlich ich bin eigentlich nie mit Unternehmern wirklich in Kontakt gekommen. Ich habe sogar Volkswirtschaft studiert, dann bin nach Berlin gezogen. Aber auch da weiß ich noch, dass mir diese BWL-1-Kurse über Rechtsformen von Unternehmen eigentlich gar nichts gesagt haben. Das total abstrakt war für mich und ich gar nicht wusste, was ich damit anfangen soll. Mir ist dann einfach rückblickend aufgefallen, dass die Möglichkeit, dass man ein Unternehmen gründen kann, dass man sich selbstständig machen kann, dass man seine eigene Karriere gestalten kann, dass ich das eigentlich nie auf meinem persönlichen Radar hatte, bis ein, zwei Zufälle zusammenkamen und ich eben zu dieser Gründung gekommen bin. Und dementsprechend versuche ich das immer so ein bisschen nach vorne zu stellen, dass das geht, das gibt's auch. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir in den Schulen da auch drüber sprechen, über den Karriereweg der Selbstständigkeit. Absolut. Also insbesondere vor dem Hintergrund, du hast jetzt über die Klimakrise gesprochen, aber es gibt ja ganz viele andere gesellschaftliche Veränderungen darüber hinaus. Also wir wissen einfach nicht, was die Jobs der Zukunft sein werden. Das heißt, dieses
das Leben selbst in die Hand nehmen und selbst seine eigene Karriere und seinen eigenen Job zu gestalten, wird wahnsinnig wichtig sein. Und ich glaube, diese Kompetenz müssen wir irgendwie auch weitergeben. Mhm. Finde ich auch super wichtig und ist auch im dem Motto des Equalizers getreu, dass wir auch versuchen, vor allen Dingen natürlich Frauen zum Gründen und zum Springen, wie du es nennst, zu bringen. Wie ging es weiter nach dem Studium? Ich habe Volkswirtschaft studiert in Berlin. Das war so ein bisschen auch der Kompromiss für meine Eltern. Wenn ich schon ins wilde Berlin ziehe, dann mache ich wenigstens ein sicheres Studium und nicht Psychologie und nicht Politik. Das wären sicherlich auch noch so Interessensfelder gewesen. Ich habe dann schon sehr früh immer gearbeitet. Ich war eigentlich immer mehr im Job als in der Uni. Habe mit 18 angefangen, in der französischen Botschaft zu arbeiten. Erst als Kellnerin, habe mich dann in die Finanzabteilung, in die Dependance des Finanzministeriums hochgearbeitet als Praktikantin und habe dann über die europäische Finanzaufsicht dort viel geschrieben. So Reports nach Paris und das war dann auch für mich der inhaltliche Punkt, mit dem ich dann in einen Interessensverband gegangen bin, in dem ich nach dem Studium auch als Referentin der Geschäftsführung gearbeitet habe. Das war quasi mein erster Job dann nach dem Studium, ich war 24. Und was war das für ein Interessensverband? Der vertritt Venture Capital und Private Equity. Ich war nicht lange in der Referentenposition, weil ich mich dann entschieden habe, zu springen in die Selbstständigkeit. Und zwar hat mein heutiger Mitgründer und damaliger Bekannter hat mich immer wieder mit der Idee konfrontiert, dass man eigentlich so eine Art Plattform bauen müsste, in der Entscheidungsträger oder Entscheidungsträgerinnen besser mit ihren Zielgruppen zusammenkommen, in der man irgendwie richtige Fakten sieht über die Meinung der eigenen Zielgruppe. Ja, und ich fand die Idee immer so ein bisschen schwammig und habe das dann immer gechallenged so lange, bis er meinte, dann mach doch einfach mal mit, anstatt dass du nur rummeckerst. Wann war das so ungefähr? Das war 2015. Genau, da war ich dann 24. Und den kanntest du schon von zu Hause? Genau. Wir kennen uns aus der Kommunalpolitik, kennen beide zusammen sehr gut dieses Gefühl, dass man auf dem Marktplatz steht in der kleinen Kommune und es ja mit den ewig Gleichen immer spricht, über die Umgehungsstraße, über neue Schulgebäude und eigentlich immer mit der gleichen Meinung konfrontiert ist, dass irgendwie alle dagegen sind oder so. Aber man weiß natürlich auch, dass diejenigen, die man am Freitagnachmittag auf dem Marktplatz trifft, nicht repräsentativ für die gesamte Gemeinde sind. Und es ist einfach wahnsinnig schwer, in kleinen Ortschaften eine gute Datenbasis für Stimmungen zu bekommen. Das funktioniert nicht auf klassischem Wege. Und das ist so ein Problem, das haben auch alle Unternehmen bis heute. Dieses, immer wenn die Zielgruppe sehr, sehr klein wird, also wenn es nur eigentlich um wenige Menschen geht, verhältnismäßig wenige Menschen, wenige Zehntausende beispielsweise, das ist ganz schwer, da ein valides Abbild zu bekommen. Und ist aber auch für Unternehmen entscheidend, die ein neues Produkt launchen wollen oder ne, also neue Ideen testen wollen. Auch da muss man wissen, was möchte meine Zielgruppe eigentlich? Kommen wir später noch ein bisschen hin zu eurem Geschäftsmodell. Dein Mitgründer Gerrit, was hat der studiert? Also um einfach mal so ein bisschen nochmal so abzuchecken, weil bei Startups ist ja das Team immer wichtig. Ja, das ist tatsächlich, also wir sind maximal nicht divers, wenn es darum geht, was für einen Bildungshintergrund wir haben. Also es gibt noch einen dritten, der Professor Oliver Serfling und wir alle drei haben Volkswirtschaft studiert. In unterschiedlicher Länge. Also ich habe nur einen Bachelorabschluss. Ich glaube, Gerrit hat ein Diplom. Der dritte, Olli, ist Professor. Also dementsprechend decken wir eine unterschiedliche Fachtiefe ab. Aber wir kommen alle, glaube ich, von einem sehr ähnlichen Punkt. Und das Spannende ist aber, dass gerade Gerrit und ich, die operativ auch beide noch in der Geschäftsführung des Unternehmens sind, dass wir heute einen sehr, sehr unterschiedlichen Bereich abdecken. Also ich bin für all das verantwortlich, was mit Eurozeichen zu tun hat. Also für alle Zahlen mit einem Eurozeichen hinten dran, Sales, Finanzen. Und er ist für alles mit Prozentzeichen verantwortlich, ist quasi für die Statistik, für Produktentwicklung und so derjenige, der den Hut auf hat. Und das ist aber ein Prozess gewesen, dass wir uns da so aufgeteilt haben. Ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen, nämlich zu eurer Geschäftsidee. War der Motor, dass du gesehen hast, da ist eine Lücke, Zielgruppen sind schwer zu analysieren, oder ist es das Chaos der Desinformation, das du wahrgenommen hast? Also wie hast du dich selber oder wurdest du überzeugt, das Geschäftsfeld zu wählen? Ja, es ging tatsächlich um das Thema Information, Fakten, also Chaos, Meinungen, Ansichten, Wahrheit zu definieren und zu sortieren. Das war tatsächlich, also dieser demokratische Aspekt, das war das, was mich motiviert hat anfangs. Liegt auch daran, dass wir wirklich auch mit sehr wenig unternehmerischem Sachverstand gestartet sind, sondern wirklich aus dieser Idee heraus. Und ich glaube, mich persönlich hat damals eben auch
Ich war in einem Job, der nicht das ganz Ideale für mich persönlich war, mit dem Profil, was ich hatte und dem, was in dem Job passiert ist. Das heißt, ich wollte auch was anderes machen und mich hat das total fasziniert, einfach zu springen und ein Projekt zu verfolgen, ein eigenes Projekt zu haben. Ich habe noch gar nicht daran gedacht, so bin ich jetzt Co-Founder, mache ich mein eigenes Startup, werde ich jetzt berühmt, gibt es jetzt Media Coverage über uns? Das war gar nicht der Anreiz, sondern es war wirklich dieses, komm, wir setzen uns ins Coworking Space, wir schreiben einen Projektplan. Das hat irgendwie was wie so ein gemeinsames Projekt, hat sich das angefühlt. Und ja, das ist natürlich was man mit 24 vielleicht noch ein bisschen leichter machen kann als dann später, wenn man noch Verantwortung auch für andere Menschen trägt und auch ein bisschen abhängig davon ist, dass eben auch wirklich immer Geld nach Hause kommt am Ende des Monats. Ja, absolut. Wobei es ja dann auch oft so ist, wenn man so jung ist, klar hat man den Freiraum und ist auch noch nah genug dran an den aktuellen Entwicklungen. Denn ihr habt ja was gegründet, was Disruptives. Es heißt, ihr hättet Markt- und Meinungsforschung grundlegend verändert. Wie? Ja, ich habe es ja eingangs gesagt, uns ging es darum zu sehen, dass es im Internet keinen Mangel an Meinungen gibt. Es aber leider der Fall ist, dass in Kommentarspalten oder durch Bots eben eigentlich nicht, kein repräsentatives Abbild der Meinung stattfindet, sondern diejenigen, die besten Bots bauen, die am meisten schreien, am lautesten schreien, die Meinung dominieren. Und wir haben uns überlegt, wie man aus dieser Menge an Meinungen eben ein repräsentatives Abbild schafft und haben Algorithmen entwickelt, die es uns ermöglichen, eben online zu rekrutieren. Also wir haben mittlerweile das größte Panel für Markt- und Meinungsforschung in Deutschland. Und unter diesen Panelisten, die wir eben schrittweise verifizieren, auf Umfragen live Stichproben zu ziehen und zu gewichten und diese Ergebnisse direkt an die Befragten und an unsere Kunden auszuspielen. Also es wirklich geht sehr viel um diesen Echtzeitcharakter, dass wir live diese Daten erheben und ausspielen. Und der größte Differenziator ist wahrscheinlich zu anderen Unternehmen eben durch dieses Echtzeitelement, durch die Technologie, dass wir sehr, sehr schnell Daten ausspielen und auch sehr tief runter in sehr spitze Zielgruppen kommen. So, ich hoffe, das war jetzt irgendwie nicht zu abstrakt. Ich kann da nochmal versuchen zu wiederholen. Ja. Also euer USP ist das große Panel und das macht ihr live und in aller Tiefe in jeder Zielgruppe. Genau. Wer sind denn eure typischen Kunden oder ich weiß nicht, wie weit du darüber reden magst und kannst? Die gerne. Also zu 70% ist es der Privatsektor von großen DAX-notierten Unternehmen. Volkswagen ist ja auch gerade schon genannt worden oder Kunden wie Vodafone oder E.ON. Kunden, die mit uns Produktlaunches begleiten, beziehungsweise wir begleiten die Produktlaunches. Wir erheben Zielgruppendaten, vermessen Kampagnen, messen eben fortlaufend auch Marktanteile, Wechselbereitschaften. Kannst du ein konkretes Beispiel so sagen? Also ein ganz konkretes Beispiel ist gerade, Volkswagen hat sein Elektrofahrzeug, den ID3, den ID4, den ID-Bus auf den Markt gebracht und hat sehr, sehr große Werbekampagnen für diese Autos konzipiert. Und wir messen diese Kampagnen jetzt seit, glaube ich, fast 2 Jahren fortlaufend in den Käuferpersonas des Konzerns, sodass man wirklich rund um die Uhr sehen kann, was funktioniert nicht und was funktioniert auch jeweils in der spezifischen Zielgruppe. Was heißt, wir messen die Käuferpersonas? Also ich versuche jetzt mal so ein bisschen anschaulich zu machen. Das Unternehmen arbeitet mit verschiedenen Käuferpersonas, also ohne jetzt zu sagen, welche das sind, aber gibt vielleicht einen Familienvater mit 3 Kindern und der dann die Kaufentscheidung für ein Kombi trifft. Und das ist eine andere Person als eine Person, die einen Sportwagen kauft oder einen Bus. Und mit diesen Personas versuchen Unternehmen dann zielgerichtet Kommunikation, Produktentscheidungen auf die eigene Zielgruppe dann differenziert abzustimmen. Und dementsprechend messen wir auch die Werbekampagnen in den einzelnen Personengruppen. Also kommt das neue Auto jetzt wirklich in der Zielgruppe A besser an als in der Zielgruppe B? Wenn ja, was kann man in Zielgruppe A vielleicht verändern? Kann man die Ansprache verändern? Kann man andere USPs nach vorne setzen? Oder sagt man, das Auto ist einfach nicht für Zielgruppe A? Ich mag ja immer ganz gerne Zahlen und ich glaube, unsere Hörerinnen, für die ist es vielleicht dann nicht mehr ganz so abstrakt, wenn du so ein bisschen erzählen magst, wie groß ist so ein Panel oder wie viel Abstimmung habt ihr pro Monat oder wie, um so ein Gefühl zu bekommen über die Wahnsinnsdimension, in der ihr arbeitet. Also wir haben fast 1 Million registrierte und verifizierte Nutzer. In Deutschland? Genau, mehr hunderttausend Abstimmungen. Wir versuchen immer große Stichproben zu ziehen. Also wenn ihr eine Erhebung bei uns einen Auftrag gibt, dann sagen wir nicht, bei 1000 Leuten machen wir Schluss, sondern wenn es irgendwie bevölkerungsrepräsentativ ist, dann gehen wir auch gerne sehr viel größer, um dann
noch tiefer auch zu filtern, um zu sagen, klasse, du hast jetzt 10.000 Deutsche befragt zu folgendem Thema. Wir filtern das mal nach NRW oder nach Bayern. Oder wir sagen deinem Vertrieb mal, wie das in den einzelnen Regierungsbezirken aussieht, damit der Vertrieb zielgerichtet aussteuern kann. Wie habt ihr das geschafft, so ein Riesenpanel aufzubauen? Ich glaube, wir haben zwei Veränderungen im Recruiting reingebracht. Zum einen holen wir die Leute dort ab, wo sie Lust und Zeit haben, sich mit Themen zu beschäftigen. Also Meinungsforschung und Marktforschung hat ja bislang so funktioniert, dass Menschen überzeugt werden müssen, am Telefon mitzumachen. Oder auf der Straße. Oder auf der Straße oder eben online bezahlt werden. So, und wir incentivieren, also wir holen die Leute online da ab, wo sie sich gerade mit Themen beschäftigen, in Nachrichtenartikeln beispielsweise, mit passenden Fragen und funneln sie dann so schrittweise auch zu anderen Themen hinüber. Und der zweite Unterschied ist, wir glauben nicht daran, dass man mit wenigen Cents alle Menschen incentivieren kann, eine Meinung abzugeben. Wir arbeiten auch viel im Premium-Bereich und egal, ob es um Ärzte geht oder um Menschen, die sich ein Luxusauto kaufen wollen, das nenne ich die Menschen, die dann für wenige Euros lange Umfragen beantworten. Dementsprechend haben wir uns überlegt, wie man sie incentivieren kann und sind dazu zum Schluss gekommen, dass wir ihnen live die repräsentativen Ergebnisse anzeigen müssen. Also dass ein Teil unseres Geschäftsmodells ihnen auch zur Verfügung stellen. Und das fußt, glaube ich, so ein bisschen auf dem Social-Media-Ansatz, dass man einfach einen fairen Austausch an Informationen hat. Ja, ich musste jetzt gerade ein bisschen schmunzeln, als du auch meintest, ihr seid sehr nah dran gewesen, aber ihr jung wart an den neuen Entwicklungen. Ich glaube, das war damals einer Zeit, war das, glaube ich, was die anderen nicht so vorstellen konnten, dass das funktioniert. Zumindest hat uns das damals niemand geglaubt, bis es dann eben soweit war und es geklappt hat, bis heute. Klasse. Nochmal zurück zu eurem Gründungsteam. Gerrit und du, ihr seid beide CEOs. Mhm. Das finde ich schon mal lustig. Also vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Zwei CEOs ist jetzt nicht so ganz klassisch. Und zweite Frage, der dritte Mitgründer, Professor Serfing, ist ja nicht im Vorstand. Welche Rolle hat er? Genau, Olli Serfling war operativ nie mit dabei, hat aber uns von Anfang an in der wissenschaftlichen Machbarkeit, in der Konzeption der ersten Algorithmen, des ersten technischen Setups unterstützt, beraten und ist auch heute immer noch ein starker Sparring-Partner für uns. Hast du bei ihm auch studiert oder ihr beide? Nee, genau. Gerrit und Olli haben miteinander studiert, okay. Meine ich, vielleicht aber auch nicht, so muss ich mal raus. wir haben beide nicht bei ihm studiert, nein. Gerrit und ich sind beide CEOs, haben aber ganz unterschiedliche Rollen. Also wir versuchen nach innen mit einer Stimme zu sprechen, eine Person zu sein. Das gelingt uns mal besser, mal schlechter. Das ist sicherlich eine Herausforderung an vielen Punkten. Wie macht man das in so einer co-geführten Führung? Und ich glaube auch ab einer gewissen Unternehmensgröße muss man da vielleicht auch neue Absprachen immer wieder finden, auch das Rollenverständnis immer wieder auch aktualisieren. Bislang klappt das für uns sehr, sehr gut und ermöglicht uns einfach eine andere Geschwindigkeit. Mhm. Wir sind einfach sehr viel schlagkräftiger zu zweit, weil wir uns, glaube ich, relativ unprätentiös miteinander unterstützen. Also es gibt Prozesse, da bastelt mir Gerrit dann irgendwie Excel-Sheets für einen Prozess und dann gibt es wieder Prozesse, da lese ich was gegen von ihm und korrigiere irgendwelche Dokumente von ihm. So, also das ist... Ich glaube, dieses Unprätentiöse und auch die Fähigkeit zu haben, sich selbst nicht so sehr in den Vordergrund zu stellen, das braucht's dann schon. Also wenn es so ein Kompetenzgerangel und so ein Machtgerangel gibt, dann ist das nicht gut. Aber ich glaube, die Firma hat bislang immer sehr viel Platz gelassen zur persönlichen Entfaltung. Mhm. Und das ist natürlich in so einem wachsenden Unternehmen, ist das natürlich auch schön. Also es gibt einfach immer zu viel Arbeit. Dementsprechend Klar. Muss man sich nicht um die Arbeit streiten. Nee. Aber du bist ja schon mehr so das Gesicht nach außen. Wie teilt ihr euch die internen Jobs auf? Genau, ich mache viel nach außen in der Kommunikation, auch im Vertrieb, also viele, viele Kundengespräche. Nach innen bin ich noch verantwortlich für die Finanzen und auch für die operativen Teams, die nach draußen arbeiten, also Vertrieb, Marketing, Kommunikation, die Media-Kooperation. Das ist schon viel, funktioniert aber auch vor allem deshalb so gut, weil ich da sehr, sehr starke Führungskräfte in den Teams habe, wo es mich dann nicht im tagtäglichen, in jedem einzelnen Prozess mehrere Stunden braucht. Gerrit ist sehr viel stärker nach innen aktiv und verantwortet auch viele Prozessketten zwischen den Teams.
ist aber auch für die Produktentwicklung, Weiterentwicklung, Methodenentwicklung und so verantwortlich. Und auch da ist unser Ziel immer, dass seine Kreativität im Fokus mehr Raum bekommt und weniger die prozessuale Abwicklung. Also dieses Abgeben der Operations ist echt, es ist ein fortlaufender Prozess, wenn man dann doch immer wieder, ne, gerade weil wir uns auch für nichts zu schade sind, immer auch wieder ganz tief reingehen und alles, also dann alles auch gerne dann selbst machen, wenn es irgendwo brennt. Aber das ist natürlich dann eigentlich der Wachstumsmotor, dass wir beide da in unseren Wirkungskreis ein bisschen verändern. Kleiner Einschub. Wir haben ja seit ein paar Folgen immer andere Podcasts, die auch von Frauen gemacht werden, vorgestellt, weil auch in dem Bereich Frauen unterrepräsentiert sind. Also es gibt eine Podcast-Host-Gender-Gap. Und heute möchte ich gerne einen Podcast empfehlen, der eigentlich so ähnlich aufgestellt ist wie wir, allerdings englischsprachig, nämlich Venturing Women von Daria Kamkalova. Sie möchte auch Female Founders, Investors motivieren, sich im Startup-Ökosystem stärker zu engagieren mit dem Ziel, mehr Frauen zur Startup-Gründerinnen zu machen und mehr Investorinnen dazu zu bringen, mehr als diese 1-3% Kapital in Female Founders zu investieren. Ganz coole Geschichte, hört mal rein. Ja, soweit unsere Mid-Roll. Jetzt zurück zu dir, Janina. Ich möchte noch mal ganz gerne wissen, für unsere Hörerinnen auch, wie groß seid ihr jetzt? Also jetzt vielleicht mal in Mitarbeiteranzahl. Wir sind aktuell etwas mehr als 100. Wow. Und wie ist da so eine Wachstumsjourney? Sind jetzt ja 7 Jahre alt und sind im Grunde jedes Jahr gewachsen. Und jetzt sind wir im letzten Jahr nochmal sehr stark gewachsen nach Corona. Getrieben durch große Pitche, wo ihr Kunden holt, oder? Genau, und auch mit der Motivation eben auch das Thema nach auch ins Ausland zu bringen. Das wird noch ein bisschen dauern, da sind wir in den internen Vorbereitungen, aber das ist natürlich schon auch ein Ziel, was wir verfolgen, einfach, weil das ist gut, was wir machen. Das ist gut. Aber unsere Kunden verkaufen eben Autos und Handyverträge nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Märkten. Und das würden wir gerne mit abdecken. Das klingt logisch, ja. Was habt ihr da so für einen Zeithorizont? Also wir bieten heute schon internationale Märkte an, arbeiten dabei mit Partnern zusammen. Und um das eben vollständig selbst abzuwickeln, werden wir sicherlich noch 2 Jahre brauchen. Aber das ist schon was, was uns natürlich auch wieder motiviert, weil es mal wieder was Neues ist. Wieder auch was, wo man eigentlich wieder so ein bisschen vorne anfängt, wo eine gewisse Grundbegeisterung da ist. Cool. Und wie habt ihr das Wachstum finanziert? Ja, wir sind Venture Capital finanziert. Wir sind die ersten 2 Jahre über ein Förderprogramm der Investitionsbank Berlin gelaufen, einfach weil wir selber noch nicht so ein gutes Venture Capital Netzwerk hatten oder als First-Time-Founders so frühphasig natürlich auch nicht die Möglichkeit hatten, da Venture Capital zu bekommen. Und diese Projektfinanzierung, die hat uns in den ersten 2 Jahren die Möglichkeit gegeben, wirklich zu forschen, das Produkt zu entwickeln, keinen Cent in den Vertrieb zu stecken und damit dann auf 30 Leute anzuwachsen. Uns ist dann erst aufgefallen, dass das nicht so klug ist, als das dann eben ausgelaufen ist, dieses Förderprogramm, und wir dann tatsächlich noch gar keinen Vertrieb stehen hatten. Das war so ein bisschen, das war eine herausfordernde Zeit, in der auch ein Venture Capital Investor mit reingegangen ist, der uns auch operativ sehr stark unterstützt. Also es ist ein sehr, sehr kleiner Fonds. Ich würde gerne noch mal kurz bei dem Förderprogramm bleiben. Du hast uns im Vorgespräch erzählt, wie viel das war. Willst du noch mal die Zahlen nennen? Ja, das war, die Gesamtsumme waren 1,7 Millionen Euro. Das hatte ja so einen kleinen, aus meiner Sicht, Risk Factor implementiert, dieses Förderprogramm. Ja, genau. Also erstmal, es gibt nicht auf einen Schlag 1,7 Millionen Euro, sondern das ist wirklich, also wir hatten einen Mitarbeiter, der sich eigentlich nur um die Betreuung der IBB gekümmert hat, weil also eben sehr viele Reporting-Pflichten gab und man schrittweise immer auch nachweisen musste, was man tut mit dem Geld, um dann wieder eine nächste Tranche ausgezahlt zu bekommen. Genau, und Fakt ist aber auch, dass wir, also es war ein großer Anteil Zuschuss, aber 1 Million mindestens Kredit, für die man auch persönlich gebürgt hat. So, und aus dieser Bürgschaft, das ist, glaube ich, was man sich überlegen muss, ob man das machen möchte. Wie hast du dich da überzeugt? Also ich meine, das ist ja wirklich ein Risiko, das hast du ein paar Nächte überdacht, denke ich mal. Ja, das haben wir ein paar Nächte überdacht. Ich glaube, die Kunst bei allem ist, es erstmal immer für den nächsten Schritt zu sehen, ne? Also ich glaube, die Risiken, die man nimmt, die verändern sich auch mit der Zeit. Und am Anfang geht es immer erstmal um den, was ist der nächste Schritt. Also wir müssen jetzt erstmal hier einen Projektplan schreiben. Wir müssen jetzt erstmal
die Meilensteine erfüllen, die wir mit der Bank auch vereinbart haben. Das waren dann auch mehr operative Meilensteine und man konnte sich dann eben so Schritt für Schritt auch an den Risiken entlanghangeln, sodass sich das insgesamt auch als tragbar angefühlt hat. Und danach hattet ihr ja eine ziemliche Burnrate auf der Uhr so. Ja. 30 Mitarbeiter, kein Vertrieb, hattest du gerade gesagt. Mhm. Wie ging es nach dem Ende der Förderung dann konkret weiter? Hattet ihr eine Anschlussfinanzierung oder schon genug Umsatz? Wahrscheinlich nicht ohne Vertrieb. Genau, genug Umsatz hatten wir nicht. Und es gab eben einer der allerersten Kunden, der das irgendwie so spannend fand, was wir gemacht haben, dass er gesagt hat, er würde gerne einen symbolischen Euro investieren. Und das wurde dann wesentlich mehr und ist dann eben auch über den Fonds strukturiert gewesen, von dem ich gerade erzählt habe. Ne? Also Hopp ist heute noch einer unserer größten Anteilseigner. Und wie viel habt ihr bis heute insgesamt geraced? Ich meine 16, 17 Millionen. Vielleicht, also ich glaube, wir werden dieses Jahr auch an die 20 kommen. Aber Das ist öffentlich, wer dieser erste Investor war, ne? Genau, also das ist einsehbar auch über das Handelsregister. Das ist in Person der Sebastian Turner, ehemaliger Herausgeber vom Tagesspiegel, der selber eine lange unternehmerische Geschichte hinter sich hat und aber auch politisch interessierter, aktiver Mensch ist, auch mal als Oberbürgermeister in Stuttgart kandidiert hat. Da kam einfach vieles zusammen im Interessensfeld, was, glaube ich, dann auch so zu uns gepasst hat. Wie kamt ihr zu dem? Der Tagesspiegel war einer unserer allerersten Kunden tatsächlich. Und da hat er uns dann intern kennengelernt über eine sehr zufriedene Redaktion, die mit uns gearbeitet hat und wollte uns mal kennenlernen. Und ist wahrscheinlich jetzt auch immer noch ziemlich im Austausch mit euch, nehme ich an. Genau. Also das ist natürlich immer auch je nach Zeitkontingent auf allen Seiten und auch je nach Fragestellung. Ich denke halt, auch wenn man sich überlegt, wie man als Investor oder als Business Angel mit reinnimmt, sollte man sich überlegen, welche Expertise hat er oder sie. Und da gibt es einfach auch bei uns eine sehr breit gefächerte Auswahl an Expertise, die wir uns dann stückchenweise immer mal auch reinholen. Mittlerweile hast du ja noch ein paar mehr Jobs, wo du gerade auf das Zeitkontingent anspielst. Mhm. Unter anderem bist du Aufsichtsrätin bei Veganz, daher kennen wir uns auch, und Comeco. Wie kam es dazu und wie ist das so, mit den Jungs in den Aufsichtsräten zusammenzuarbeiten? Ich habe bei der Comeco, das ist ein Fintech, eine Ausgründung der Sparda-Banken, bin ich vor fast 3 Jahren in den Aufsichtsrat gewählt worden. Das kam auch über mein Netzwerk und war für mich eine wahnsinnige Lernkurve, zu verstehen, was macht der Aufsichtsrat genau, was ist die Erwartungshaltung. Mhm. Natürlich kann man das in Gesetzestexten nachlesen, man kann natürlich auch dann die Statuten des Unternehmens sich anschauen, aber es ist dann schon in der Praxis immer die Frage, okay, was ist jetzt wirklich der richtige Weg, sich hier einzubringen, was ist vielleicht auch sinnvoll, sich an manchen Stellen auch operativ beraten, zur Verfügung zu stellen und so. Das ist wirklich sehr, sehr spannend gewesen für mich und auch war für mich auch wieder spannend, auch in ein neues Netzwerk reinzugehen, auch Unternehmen kennenzulernen, die ganz anders strukturiert sind als mein eigenes, aus den Sparda-Banken kommend. Und Veganz macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, weil es anders als das Fintech und anders als mein eigenes Unternehmen ja wirklich um Produkte geht, die man anfassen kann, die man essen kann. Die auch lecker sind. Genau. Kleine Werbeeinblendung für Veganz. Ja, also und zudem finde ich Veganz so wahnsinnig spannend, weil es für mich wirklich einer der Pioniere in Deutschland ist, was vegane Ernährung angeht. Ne? Also sehr früh schon sehr präsent auf dem Markt war, wirklich sehr viel Überzeugungstäter an Bord hat und das Unternehmen natürlich jetzt auch einfach der Markt verändert sich wahnsinnig, aber die Herausforderungen wachsen von allen Seiten. Und diese Rolle als Vorreiter, sich dann da zu bewahren und so, das finde ich eine wahnsinnig spannende Aufgabe. Dazu kam der Börsengang im letzten Jahr. Also wirklich viele, viele spannende Stellschrauben im Unternehmen. Und auch da bin ich tatsächlich, in beiden Aussichtsräten bin ich aktuell die einzige bei Comeco bin ich nämlich nicht die einzige Frau, genau. Also für mich zu zweit. Was ich auch ganz wichtig finde, weil man hat immer das Gefühl, es gibt nur Platz für eine Frau im Aufsichtsrat oder auf dem Panel oder sonst irgendwie. Also das ist nicht mein Gefühl, aber man kriegt schon mit, dass das manchmal in den Köpfen von anderen limitiert zu sein scheint. Es darf nur eine geben. Es ist schön, dass sich das ein bisschen verändert. Ja, Wahnsinn, neben deiner eigenen Firma, also 2 Aufsichtsräte. Und du hast noch ein paar mehr Engagements, hast du uns im Vorgespräch erzählt, insbesondere in Bezug auf Gründung und Diversität. Erzähl mal.
Ja, das sind Themen, wo ich mich versuche immer einzubringen. Ich habe in den letzten Jahren viel ehrenamtlich gemacht. Ich war im Bundeswirtschaftsministerium im Beirat Digitale Wirtschaft, habe den damaligen Minister Altmaier beraten. Ich war auch mal im Vorstand des Startup-Verbands, habe da zweimal eine Studie zu Gründerinnen rausgebracht. Ich versuche aber schon jetzt auch das Engagement insgesamt ein bisschen zurückzufahren und weniger zu machen und dafür es besser zu machen. Naja, weil man schon auch ein bisschen aufpassen muss, was das eigene Zeitkontingent angeht. Und ich da auch immer mal an Punkte gekommen bin, wo ich gedacht habe, es geht zwar irgendwie noch, aber ich mache das nicht mehr so gut, wie ich es eigentlich machen möchte. Und dementsprechend gucke ich dann schon immer, wo ich mich sinnvoll einbringen kann und finde das auch völlig in Ordnung zu sagen, nach 2-3 Jahren, das habe ich jetzt hier gemacht und bis hierhin bin ich zufrieden und jetzt gucke ich mal, dass das irgendjemand anders gut weiterführen kann. Absolut. Du musst ja nicht alleine die Welt retten. Du hast ja auch noch, glaube ich, auf der persönlichen Seite ein paar Commitments. Von dir kommt der coole Satz, Karriere beginnt bei der Partnerwahl. Fand ich irre. Ja, den habe ich aber tatsächlich von der Brigitte Zypris, der ehemaligen Wirtschaftsministerin, mal aufgeschnappt. Den hatte sie mal in einer Runde so fallen lassen. Und das fand ich so wahnsinnig wertvoll, weil, ja. Ist es. Ist es absolut. Kann ich auch nur unterschreiben. Und nicht zuletzt hast du auch ein Kind. Also ein eigenes und sonst so? Ja, genau. Also ich lebe mit meinem Partner und 3 Kindern zusammen. Also er hat 2 mitgebracht. Wir haben ein gemeinsames Kind. Genau, sind also dementsprechend wahrscheinlich schon eine Großfamilie im Patchwork-Konstrukt. Also du machst es dir nirgendwo leicht, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist sicher schön, aber es ist, gibt einfachere Setups wahrscheinlich. Das stimmt, das stimmt. Verrat uns doch mal, wie du es managst. Also vielleicht fällt es dir ja gar nicht so schwer. Ja, ich glaube, dieses Geheimnis ist halt, es ist ein Management. Also es ist, es braucht halt viel Organisations-Attention. Und ja, wir lassen uns natürlich sehr viel helfen, weil mein Freund ist auch berufstätig. Also wir arbeiten beide und wir arbeiten beide gerne und wir arbeiten beide gerne auch mit viel Verantwortungsbewusstsein dann auch mal gerne länger. Und das funktioniert nur, weil wir uns viel helfen lassen. Also wir haben eine Oma in der Stadt, das ist natürlich immer ein wahnsinniger Luxus. Wir haben aber auch ein Au-pair, aktuell nicht, aber jetzt bald wieder eins. Eine sehr, sehr großartige Babysitterin, die schon Teil der Familie ist. Und so bin ich eigentlich nicht alleine zu Hause. Es ist immer jemand da und es ist ein ständiges Kommen. Die letzten 2 Jahre waren ja alle da, ne? Also ich frage mich gerade, wie das so zu Corona-Zeiten lief dann. Ja, Au-pair, Babysitter, Eltern, alle plötzlich im Homeoffice sind. Ja, es war schon relativ turbulent und ich hatte aber auch wahnsinnig, also es hat sich für mich auch gut gefügt. Ich bin schwanger geworden 2020 und habe dann quasi mitten im 2. Lockdown das Kind zur Welt gebracht und ich habe tatsächlich auch dann dadurch natürlich die Möglichkeit gehabt, viel von zu Hause zu machen, sehr nahtlos irgendwie beides irgendwie parallel zu schaffen. Wir haben aber schon gemerkt, dass in der damaligen Wohnung dann mit 6 Leuten 2-mal Homeoffice, Fremdbetreuung, 3 Kindern, Homeschooling, das ging dann irgendwie nicht. Das ging vielen natürlich so. Aber ja, und wir hatten die Möglichkeit umzuziehen. Das haben wir dann sehr viel schneller gemacht, als wir uns das eigentlich vorgenommen haben. Aber es war einfach Platz und Raum für sich selbst ist wahnsinnig wertvoll. Und das ist wirklich auch ein Luxus oder ein Privileg, dass wir das irgendwie konnten, weil das ist in Berlin ja nicht selbstverständlich, eine Wohnung zu finden, in der 5 bis 6 Leute Platz haben. Absurd, wir haben wirklich den Suchradius auf ganz Berlin gestellt und gefühlt nur 4 Wohnungen angezeigt. Also was heißt gefühlt, das war so. Mhm. Und da hatten wir einfach sehr viel Glück gehabt. So, und dann hat es aber mir immer die Möglichkeit, also durch Corona hatte ich immer natürlich auch die Möglichkeit, sehr präsent zu Hause zu sein, keine Nächte weg zu sein, stillen zu können. So, das war schon, es hat viele Vorteile mit sich gebracht. Und die Welt ist ja bis heute auch so, dass die Arbeitswelt, dass wir nicht vollständig zurückgekehrt sind, ne? Und dass ich schon viel irgendwie auch mir Corona den Raum gegeben hat, einfach mein eigenes Konstrukt mit mir und den Kindern und meinem sonstigen Privatleben so zu finden, das auch der Firma gut tut. Gibt es auch noch sonstiges Privatleben? Ja, das ist natürlich was dann auch phasenweise zu kurz kommen kann. Du hast uns erzählt, dass du ja in deiner Ursprungsfamilie ein ziemlich anderes Setup eigentlich hattest. Wie ist das so mit dem eigenen Struggle, den ich zumindest damals, als mein Kind noch klein war, ein bisschen erlebt habe, so als Gründerin und Mutter? Wie geht's dir damit? Ja, also ich bin so groß geworden, dass ein Elternteil zu Hause war. Ich glaube, es ist statistisch relativ klar, welches. Und ich hätte immer gedacht, dass mich das jetzt gar nicht so sehr geprägt hat, sondern weil ich ja irgendwie sehr feministisch und gleichberechtigt im Kopf loslaufe,
dass es für mich ja kein Problem sein wird, das dann auch so abzubilden. Ich habe ja schon an vielen Stellen gemerkt, dass ich nochmal gechallenged wurde, zu überlegen, mit was sind eigentlich meine persönlichen Erwartungen an mich als Mutter. Was glaube ich, ist meine Verantwortung? Kann ich das Kind so früh in eine Kita stecken? Ja, nein. Wenn ja, wie lange? Was tut dem Kind gut? Wenn es dem Kind mal nicht gut geht, ist das dann sofort meine Schuld? Liegt das daran, dass ich eine Nacht vorher nicht da war? So, ne? Also das, da merke ich schon, dass bei mir ein Gedankenkarussell angeht, was sehr stark so durch die Prägung kommt. So, und das ist, glaube ich, das geht vielen Frauen so, die jetzt irgendwie in Westdeutschland groß geworden sind. Ja. Ich glaube, das ist einfach so, wie wir groß geworden sind. Ja. Und in Ostdeutschland oder in Frankreich zum Beispiel. In Frankreich kenne ich keine Frau, die diese, also sag ich mal, berufstätige Frau mit Ambition, die diese Fragen sich stellt. Ja. Das ist schon sehr, sehr westdeutsch, ja. Also ich habe das Glück, dass ich meine Kinder in Luxemburg großgezogen habe, tierisch französisch geprägt, und dieses Rabenmutter, das kennen die überhaupt nicht. Und es war irgendwie, man ging abends im Kostümchen eben auf den Spielplatz oder wie auch immer. Aber ja. Dieses schlechte Gewissen ist ja auch etwas, was sozial sich ja verteilt. Und ja. Aber es beruhigt mich fast, dass du dieses Karussell auch fährst, weil ich finde es auch sehr sympathisch. Über Gender Gap haben wir überhaupt noch nicht gesprochen. Was hast du denn da so erlebt? Oder hast du was erlebt in Bezug beim Fundraising oder auch im Job, im Studium? Dass ich anders behandelt wurde als Männer? Ja. Oder dass mir was anderes? Ja, habe ich verschiedenste Situationen erlebt. Also angefangen mit mir als Geschäftsführerin, die zu Kunden fährt und dann vom Kunden irgendwie nicht als Geschäftsführerin wahrgenommen wird, sondern eher als die Begleitung des Praktikanten. Ja, also der Klassiker. Also die Klassiker. Und wie gehst du damit um? Mich hat das immer wahnsinnig angetrieben. Also es war für mich immer eine Motivation, den Raum dann jetzt aber auch wirklich zu füllen, da zu sein und das irgendwie klarzustellen, einen guten Job zu machen. Und mit Klarheit oder mit Humor? Oder wie machst du das? Also das ist ja eine peinliche Situation für alle erstmal. Ja. Ne? Also ist ja immer unstrittig. Manchmal werden die Dinge aber nicht so richtig ausgesprochen, sondern man merkt es dann natürlich, wenn dann erst dem Mann die Hand gegeben wird und er angesprochen wird und er gefragt wird, ob er dann mit dem Herrn so und so das und das ausgemacht hätte und so. Und dann fügt sich das ja dann so langsam im Gespräch, weil ich die Einzige bin, die Antworten geben kann, die das brutal. Also du machst dann so weiter. Ich mach dann einfach so weiter und lass die Situation so ein bisschen laufen. Es gibt, manchmal wurde mir auch erst im Nachhinein von Meetings dann gespiegelt, dass man davon ausgegangen ist, weiß ich nicht, dass ich vielleicht irgendwie dann eine Affäre mit dem Investmentmanager hatte, weil ansonsten hätte ich ja gar nicht den Pitch beim VC jetzt gehabt oder wäre jetzt gar nicht im Raum gewesen, weil das hätte ja mein Mitgründer alleine machen können und so. Solche Szenen hatten wir dann häufiger, so in der Anfangsphase. Und ich weiß nicht, jetzt habe ich seitdem ein paar mehr Falten bekommen, bin älter geworden, mein Auftritt hat sich verändert, die Firma ist erfolgreicher geworden, die Situationen nehmen ab. Aber ich kriege das ja auch mit bei Mitarbeiterinnen von mir und Kolleginnen, dass denen das auch manchmal, dass die auch manchmal in so Situationen reinkommen. Und gerade den jüngeren Frauen sage ich immer, ich glaube, es hört nie auf. Also es hört wirklich nie auf. Man kennt ja auch so Situationen von Ursula von der Leyen in der Türkei oder von Merkel irgendwie mit Putin und so. Also dieses Chauvitum oder so, es hört einfach nicht auf, egal in welcher Position man ist. Und deswegen kann man eigentlich nur seinen eigenen Umgang damit verändern. Ne? Ja. Mich interessiert nochmal, weil ich bereite gerade so ein Panel vor mit zwei Frauen und zwei Männern zum Thema Funding Gap. Und es ist echt spannend, wie unterschiedlich die Blicke darauf sind, wo die Männer immer versuchen dann wieder zu sagen, also ihr seid einfach nicht mutig genug, daran liegt es. Und wir sagen immer so, also ich glaube, Male Bias spielt eine wesentlichere Rolle. Und da wir jetzt gerade an dem Punkt sind, wie ist es beim Fundraising gewesen? Also wirklich, okay, also man nahm an, du hast was mit einem der Investmentmanager, damit du überhaupt im Raum sitzen darfst. Finde ich ja schon mal eine wirklich großartige Aussage, also sehr schön. Wie waren deine Erfahrungen sonst konkret beim Fundraising? Kam auch von einem über 80-jährigen LP, der irgendwie telefonisch zugeschaltet war, aber es spielt auch keine Rolle. Ist völlig egal. Okay, es war ein very old white male. Ja, genau. Ich merke das bis heute, das ist manchmal, und heute betrachte ich es aber mehr als eine Chance, und das ist auch eine Stärke als in unserem Geschäftsführungsteam. Diese Biases sind manchmal einfach noch da. Mittlerweile ist es halt für viele ein Asset, weibliche Gründerinnen im Portfolio zu haben oder im Netzwerk, und deswegen wird man erstmal sehr, sehr freundlich und respektvoll behandelt und wird einem da irgendwie sehr auf Augenhöhe begegnet.
Aber ich merke das schon manchmal auch in Verhandlungssituationen, dass dann doch irgendwie nochmal der Blick dann irgendwie zu meinem Co-Geschäftsführer geht, dass er auch nochmal ein 1:1 Gespräch führt mit dem einen oder anderen. So und so teilen wir uns da auf. Es gibt auch Kunden, mit denen führe ich 1:1 Gespräche, weil sie da eine andere Beziehung zu mir aufbauen. Das ist, also ich nehme das mittlerweile auch sehr viel lockerer als früher. Früher hätte ich da irgendwie so, nur so einen Schwarz-Weiß-Blick drauf gehabt. Heute versuche ich diese Biases, also ne, ich versuche sie zu bekämpfen. Ich weiß aber auch, man kriegt sie nicht überall sofort weg und wir tragen sie ja alle irgendwie in uns ein bisschen mit. Es geht ja auch vor allem um Diversity und darum, diese Biases sichtbar zu machen, damit, ich meine, die meisten Menschen oder viele sehen ja die eigenen Biases nicht und dann zu gucken, okay, ich bin mir dessen bewusst und kann damit was anfangen, aber trotzdem interessiert es mich nochmal reinzugucken. Hast du persönlich erlebt, dass du denkst, okay, ich verstehe, warum Frauen, also ich sehe, dass weniger Geld an Frauen fließt. Also erstens, dass sie weniger Möglichkeiten haben, es zu kriegen von VCs und B, dass sie eine schlechtere Bewertung kriegen, oder hast du es nicht so erlebt? Doch, ich habe das so erlebt. Klar, und das sagen ja auch die Zahlen. Also das ist sehr, sehr eindeutig. Ne? Ich glaube, in Frühphasen scheint das ja mittlerweile sich irgendwie so ein bisschen zu verbessern. Wir haben die Herausforderung, dass Frauen sehr viel häufiger First-Time-Founders sind, zum ersten Mal gründen gegenüber ihren männlichen Peers. Das heißt, das ist schon mal klar. Punkt, ne? Wenn ich schon mal gegründet habe, wenn ich mal ein Netzwerk habe, dann ist es für mich sehr viel leichter. Wir sagen immer, Frauen gründen viel risikoaverser in Branchen, die weniger kapitalintensiv sind. Aber ich glaube, das ist ein Henne-Ei-Problem. Also ich glaube, das mache ich halt auch unter dem Erwartungshorizont, dass ich auch kein Funding kriege. Total. So, und deswegen bin ich auch ein Fan davon, gerade in so staatlichen Programmen und so, dass man da irgendwie Quoten einführt. Ich glaube, die Venture Capital Fonds, die verändern sich da schon auch in dem, wie sie es versuchen. Aber es ist einfach mal so, dass diese Netzwerke wahnsinnig männlich sind und es wird einfach eine Zeit brauchen, bis auch neue Digitalunternehmerinnen vielleicht einen Exit hatten und wieder Geld investieren, in den Markt bringen. Und da gibt es ja ganz, ganz tolle Role Models, die auch dann in Frauen investieren. Hast du denn konkrete Tipps für die junge Gründerin, die heute loslegt? Ja. Also aus deiner Erfahrung einfach. Ja, also auch ein bisschen aus dem, was ich nicht so gut gemacht habe früher. Sehr, sehr gut die Metriken verstehen. Also verstehen, was die Investoren zu welchem Zeitpunkt sehen wollen. Dass es da eine Equity-Story gibt, die eine gewissen Struktur folgt, die gewisse Rundenlogiken sehen will. Das ist am Ende, ist das nicht so kompliziert. Es wirkt am Anfang wahnsinnig kompliziert. Und mir hat auch schon mal eine weibliche VC, hat sich auch schon mal 2 Stunden mit mir zusammengesetzt und hat gesagt, so, ich glaube, jetzt in dem Case kommen wir nicht zusammen. Macht aber nichts, ich finde das so cool, was ihr macht. Ich will dir mal zeigen, worauf wir gucken und was da relevant ist. Und ich glaube, hätten wir das sehr viel früher für uns auch gewusst, hätten wir ein paar Fehler vermieden. Und ich glaube, das hilft auch gerade in den frühen Phasen, wenn man, also die meisten VCs denken ja sehr linear. Da gibt's diese ganzen Bias-Themen und sie investieren am liebsten in ihr Bro-Netzwerk und so. Mhm. Aber ich glaube, es gibt ja auch einfach eine Checklist, an was muss da inhaltlich da sein. Und wenn man die abarbeiten kann und da on point präsentieren kann, ist das schon viel wert. Finde ich immer wieder überraschend, dass es tatsächlich noch Startups gibt, die das nicht machen. Das ist so der No-Brainer eigentlich. Ja, aber wir haben es damals auch nicht gemacht, weil das ist schon einfach, man ist in so vielen Themen parallel drin. Mhm. Es ist so eine Komplexität in der eigenen Branche, in wie entwickle ich überhaupt ein Produkt, wie führe ich überhaupt, wie setze ich eine Firma generell auf, so, dann steckst du in Mietverträgen drin und dann musst du dich auch noch irgendwie in so ein Fundraising-Thema einarbeiten. Das ist ein Fulltime-Job. Aber die Zeit ist, sage ich ja, die am besten bezahlte Investition, weil mit der Arbeit kannst du halt deine Bewertung, also A, kannst du die Zeit bis zum Funding total verkürzen und B, eine bessere Bewertung erzielen. Ne? Ja. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende des Gesprächs, Janina. Und am Ende fragen wir immer noch mal die berühmte Frage, hast du generell Tipps für junge Gründerinnen? Ja, also diese, also das Sichtbarmachen der eigenen Idee, drüber sprechen, das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Es gibt ja immer noch Menschen, die sagen, ich spreche nicht über meine Idee. Total Quatsch. Ich glaube, eine gute Idee zu haben, ist das nicht so schwer. Es ist sowieso die Umsetzung und das dran arbeiten und es dann durchziehen. Also dementsprechend drüber sprechen, sich selbst mit der Idee positionieren, ist wahnsinnig wichtig, wirklich auch ins Netzwerk zu investieren, offen mit vielen Menschen sprechen. Die ganze Startup-Szene ist wahnsinnig hilfsbereit und supportive. Das Nutzen, also das kommt, man wird auch in die Phase kommen, wo man sehr viel geben kann, aber man darf auch fragen und um Unterstützung bitten an einzelnen Stellen. Man muss halt zielgerichtet sein.
Schön, vielen Dank, Janina. Gerne. Danke dir, schön, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem irren Setup und Alltag. Ja, sehr, sehr gerne. Danke dir. Das hat mir Spaß gemacht. Das freut uns zu hören. Und auch in den nächsten Folgen sprechen wir mit spannenden und inspirierenden Menschen, Female Founders und InvestorInnen, denen Diversity am Herzen liegt. Stay tuned.